Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 10. März 2023. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute mit den Aussichten zum Wochenende aus astrologischer Sicht. Ja, Saturn ist inzwischen in die Fische eingetreten. Pluto wird Ihnen am 23. März folgen. Hier gilt es nochmal genauer darauf einzugehen. Mal sehen, wann das passt. Deswegen haben wir diese Woche kleinere Aspekte. Ganz interessant ist, da wies mich gestern jemand in einem Kommentar darauf hin. Ich sprach ja gestern im Tageshoroskop über das Quadrat von Mars und Neptun. Und die Sonne spielt aber hier mit rein, sodass ich mal das Horoskop hier für den 15. März, das wäre der kommende Mittwoch, und da sehen wir hier, es ergibt sich dann so ein Dreieck aus Merkur, Sonne, Neptun im Quadrat zum Mars und der Mond spielt dann zu einer bestimmten Uhrzeit auch noch mit rein. Und das ist so eine Energie, die sich jetzt über die nächsten Tage aufbauen wird. Ich gehe nochmal zurück hier. Die Sonne läuft hier auf Neptun zu, bevor sie ja dann am 20. März in den Widder wechselt zur Tag- und Nachtgleiche zum Frühling. Aber da sind wir noch ein bisschen weg. Und dadurch aktiviert sie nochmal das Quadrat zwischen Neptun und Mars. Und das ist ganz klar dann so ein bisschen der Gegensatz zwischen innerer und nach außen gerichteter Energie. Dieser Gegensatz ist ja schon ein bisschen länger da. Nicht? Wenn ich beispielsweise 10 Einheiten Energie habe, wie viele Einheiten davon bringe ich nach außen? Ne? Für meinen Beruf, die Außenwelt, meine Familie etc. Und wie viele Einheiten habe ich dann noch für das Innere? Aber auch jetzt am Wochenende gibt es einige ganz interessante Aspekte. Die Venus hier im Widder geht ins Sextil zum Mars hier im Zwilling. Dieser Aspekt ist am Sonnabendnachmittag exakt. Das heißt, Venus im Feuerzeichen, Mars im Luftzeichen, die verstehen sich gut. Das kann also auch bedeuten, dass es irgendwie ein gutes Wochenende, guter Tag für Beziehungen ist, für bestehende oder auch neue Beziehungen. Männliche und weibliche Energien arbeiten hier zusammen. Das kann auch immer so einen kleinen Schub in Richtung Kreativität geben. Auch eine Möglichkeit, auch gemeinsam mit anderen etwas zu unternehmen. Und in eine ähnliche, wenn auch ein bisschen andere Kerbe zielt Merkur. Merkur ja im Zeichen Fische läuft, wie wir eben gesehen haben, ja auf die Sonne zu. Nach seiner Rückläufigkeit. Und Merkur läuft ins Sextil hier zu Uranus. Dieser Aspekt ist auch morgen exakt, aber allerdings erst um 22 Uhr. Das Sextil ja ein schwach harmonischer Aspekt, den man nicht überbewerten sollte, aber die Planeten kommen dann durch gleiche Gradzahlen miteinander in Kontakt hier. Merkur und Uranus fördert sicherlich das höher frequente Denken, schafft es vielleicht, dass wir gute Ideen haben. Also bietet sich der Sonnabend doch eigentlich an für Gespräche und Unternehmungen. Am Sonntagmorgen exakt wird dann die von mir letzte diese Woche viel angesprochene Konjunktion hier von Jupiter im Widder mit Chiron. Jupiter wird hier einmal über Chiron rüberlaufen, um dann im Mai in den Stier zu wechseln. Ja, dies ist eine Konstellation, die, Chiron ist ja nicht umsonst als Schlüsselsymbol dargestellt, die, wo Jupiter hier vielleicht einige Türen aufmachen kann, weil er den Schlüssel aktiviert, ist die Frage, ob wir auch immer sehen wollen, was dann hinter dieser Tür ist. Denn gerade hinter Chirons Möglichkeit zur Heilung, auch selber zum Heiler oder Heilerin zu werden, zur Ganzheitlichkeit, zur Ungetrenntheit, zur Nichtgetrenntheit, davor liegen eben oft die Dinge, die uns trennen, wo man nicht in der Einheit ist, nicht in der Liebe ist, nicht im Mitgefühl ist, wo man vielleicht Schmerzen erlitten hat, Traumata erlitten hat und so weiter und so weiter. Und das kann eben auch bewusst werden. Also oftmals muss man erst durch die Dunkelheit ins Licht. Deswegen sage ich nicht, dass dieser Aspekt schlecht oder traumatisch ist, aber mit Chiron können uns eben auch körperliche, aber auch geistige und psychische Verletzungen bewusst werden, aber immer im Hinblick hier auf mögliche Heilung. Andererseits ist es auch möglich mit diesem Aspekt, dass hier auch
eine Heilung eintreten kann, vielleicht von sogar langwierigen Dingen. Zum Mond als Tagesanzeiger der Energien. Ne? Der Mond läuft auch heute, ist natürlich abnehmend nach dem Vollmond. Der Mond läuft auch heute durchs Zeichen Waage. Habe ich gestern einiges zu gesagt. Die Waage, ja, das Zeichen des Ausgleichs, der Harmonie. Ne? Auch hier wieder die Möglichkeit, anderen die Hand zu reichen, alte Konflikte, schwelende Dinge zu überwinden. Aber auch nach innen hin sich sozusagen die Teile in uns, die in unterschiedliche Richtungen wollen, die auch miteinander zu versöhnen, da einen Weg zu finden, dass beide sich an den Tisch setzen. Die Waage, das Zeichen der Diplomatie, bedeutet ja, keine Seite setzt sich an sich durch, sonst braucht es keine Diplomatie. Sehen wir ja in der Welt in bestimmten Fällen. Aber wenn sich beide an den Tisch setzen, dann gilt es eben auch zu bereden, herauszufinden, wo finden wir einen Kompromiss, sodass man sagen könnte, ja, Mond in der Waage, die Waage ja auch das Zeichen der Gerechtigkeit, Mond in der Waage hat ein sehr stark entwickeltes Gerechtigkeitsgefühl. Dennoch gilt es, einen Kompromiss zu finden, weil was bringt mir das beste Gerechtigkeitsgefühl, wenn das nicht bewirkt, wenn das nichts bewirkt und ich mit diesem vielleicht richtigen Gefühl alleine da stehe? Besser ist es vielleicht dann auch mal ein bisschen von der eigenen Position abzurücken. Und es kann manchmal auch ganz interessant sein, sich die völlig entgegengesetzte Position zu der eigenen mal anzuhören. Also hier eine gewisse Offenheit zu haben, das passt vielleicht jetzt hier zu diesem Wochenende. Und der Mond in der Waage ist auch der Schönheit verpflichtet, nicht? Also wie kann ich ein bisschen mehr Schönheit, Ambiente in mein Leben bringen? Wie kann ich es schaffen, dass Innen und Außen mehr in Übereinstimmung sind? Oder aber auch, wenn ich jegliche äußerliche, oberflächliche Beschäftigung nicht mag, verabscheue, davon zurücktrete, ja, wie schaffe ich das, trotzdem bei mir zu bleiben? Denn der Mond der Waage hat ja schon diesen Du-Bezug auch. Dieses irgendwie, ohne das Du bin ich nicht perfekt und daher muss halt ein Du her. Ja, in der Nacht zum Sonnabend, also Nacht zum Morgen um 1:06 Uhr, verlässt dann der Mond die Waage und geht in den Skorpion, den wir dann am Samstag und Sonntag im Skorpion haben. Erst am Montagmorgen geht es dann weiter in den feurigen, aktiven, enthusiastischen Schützen. Der Montagmorgen also hier gleich mit ein bisschen Schwung. Aber am Wochenende Samstag, Sonntag Mond im Skorpion. Das ist auch deswegen besonders, weil damit nochmal Sonne und Mond beide in Wasserzeichen stehen, was nicht so häufig vorkommt. Ohnehin eine starke Wasserzeichenpräsenz, wenn der Mond noch im Skorpion steht mit Saturn, Merkur, Sonne und Neptun in den Fischen. Das bedeutet eben Emotionen. Mit Mond Skorpion richtet sich unsere Aufmerksamkeit, die in der Waage nach außen gerichtet war, wieder mehr nach innen auf uns. Und mit dem Mond im Skorpion wissen wir dann oder bekommen es raus, was wir wirklich emotional wollen. Das kann dann manchmal sogar zum Starrsinn, zur starken Gier führen. Nicht? Das geht also mit Mond im Skorpion, geht es auch um Selbstbeherrschung, geht es auch um Selbsterkundung, gilt es auch. Der Skorpion ist das Zeichen der Wandlung, der Transformation. Hier geht es eben auch darum, Dinge höher frequent umzuwandeln, negative Emotionen, negative Gedanken, negatives, schwieriges, unheilsames gegen andere möglichst in positives, lichtvolles zu verwandeln, sodass oftmals der Durchgang des Mondes im Skorpion nicht nur ganz einfach ist, weil auch er uns manchmal auf so Schattenbereiche hinweist, die wir vielleicht nicht unbedingt immer bei uns sehen wollen. Zum anderen aber auch eine sehr intensive Zeit und eine Zeit, in der wirklich eben auch Veränderung möglich ist, dass wir auch in den tieferen Schichten unserer Programmierung wirklich Veränderungen vornehmen können. Ja, soweit zum Wochenende. Ein Wochenende, was sicherlich einiges an Möglichkeiten zur Geselligkeit und zum Austausch bietet. Am Montag bin ich wieder für euch da mit dem Tageshoroskopen. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Freitag, ein tolles Wochenende und sage Tschüss und bis dann.